Das Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz. Tom ist Geschäftsführer im Hotel zur Burg in Rheinland-Pfalz und möchte gerne sein Angebot optimal auf die Bedürfnisse seiner aktiven, regional interessierten und genussorientierten Gäste ausrichten. Auf der Suche nach passenden Statistiken, Checklisten, Fördermöglichkeiten, Marketingkooperationen und Weiterbildungsangeboten klickt er sich nun schon seit Stunden durch diverse Webseiten. Wirtschaftsministerium, IHK, DEHOGA, diverse touristische Verbände und viele weitere. Das kostet ganz schön viel Zeit. Zeit, die Tom gar nicht hat. Und dann noch sein volles E-Mail-Postfach. Hätte er sich vielleicht doch nicht für so viele Branchen-Newsletter anmelden sollen? Deshalb bittet er Sabine, seine Ansprechpartnerin in der Tourist-Information vor Ort, um Hilfe. Und Sabine weiß, für Tom und alle, denen es wie ihm geht, gibt es das Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz. Die Plattform von Touristikern für Touristiker. Hier finden die beiden alle wichtigen Informationen gebündelt auf einer Seite mit einer komfortablen Suche und der Möglichkeit, Inhalte zu kommentieren und so auch mit den jeweiligen Ansprechpartnern in einen Dialog zu treten. Die wichtigsten Nachrichten kann sich Tom nun nach Themen sortiert in einem eigenen Newsletter zusammenfassen lassen und so der E-Mail-Flut in seinem Postfach Einhalt gebieten. Im Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz findet er außerdem jede Menge Weiterbildungsveranstaltungen und weitere wichtige Termine der Branche. Es kann so einfach sein. Mit wenigen Klicks hat Tom alles gefunden, was er braucht. Und die gewonnene Zeit? Die nutzt er, um neue regionale Rezepte auszuprobieren und mehr Zeit für seine Gäste zu haben. Wenn auch Sie es wie Tom machen wollen, melden Sie sich doch auch für den Newsletter des Tourismusnetzwerks Rheinland-Pfalz an.